Heiliger Abend, der 24. Dezember, ist für manche immer ein schwieriger Abend. Wie soll man diesen Abend verbringen, wenn es in der Familie nicht mehr richtig geht, wenn man alleine ist, wenn es da irgendwo nicht ganz klappt? Wir hier von der Pfarrei Sursee, die katholische und die reformierte Pfarrei, feiern im Pfarreiheim an der Dägersteinstraße ab 18 Uhr Weihnachten. Zu diesem heiligen Abend der etwas anderen Art sind alle herzlich willkommen, die aus irgendwelchen Gründen zu Hause nicht sein wollen. Nach diesen Gründen wird nicht gefragt, ob es der kürzlich verstorbene Partner ist, der Streit in der Familie oder das Pärchen von Schwulen, die nicht genau wissen, wie ihren Abend zu gestalten. Wir fragen nicht danach, heißen aber alle, die kommen im Pfarreiheim um 18 Uhr, herzlich willkommen. Es wird dort an diesem Abend ein feines Essen serviert, das bekommen alle, die da sind. Es wird etwas Feines zum Trinken geben und mit etwas Musik und einer Weihnachtsgeschichte wird dieser Abend untermalt. So ist diese offene Weihnacht, wie wir sie nennen, die wirklich offen ist für alle. Es dürfen auch intakte Familien kommen und mitfeiern. So ist diese offene Weihnacht ein Angebot, da zu sein, 3 Stunden miteinander zu sein, ohne Zwang zu reden, ohne Zwang fröhlich sein zu müssen, so zu kommen, wie man ist, um diesen Abend für sich aufzufüllen, zu erfüllen, um es Weihnachten werden zu lassen.